Ich will aber gar nicht. Siehst du, Kind? Du bist einem falschen Hirten gefolgt. Und er führte dich auf Abwege. Oh, oh. Was? Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß Elisabeth, nicht. Alles in Ordnung? Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elisabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Indem sie ein Geist ist. Ja. Diese ganze Sache gefällt mir nicht. Es gibt noch eine Riesenkatastrophe. Oh. Oh, oh. Was passiert hier? Es scheint, deine Mutter weckt Tote auf. Wo sind die Ghostbusters, wenn man sie braucht? Dafür, dass ich keine Munition mehr habe, wächst du hier viel zu viele auf. Doch, die sind fertig. Mädchen, wo bist du? Was? Kann ich die Waffen von denen aufheben? Sind oder das auch Geisterwaffen? Das hat ja super funktioniert. Ja, ich stehe ja auf. Du füllst mich schon ab mit irgendwelchen Drogen. Wieder gleich viel. Ja, den haben wir mal richtig pulverisiert. Ich brauch Salz. Vielen Dank. Was? Naja, wir sind ja direkt auf dem Friedhof. Ja, schießt weiter. Schießt, schießt, schießt. Ich will doch nur diese Tante töten. Ganz schön viel Leben. Naja, wenn man davon von Leben reden kann. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Irgendwie läuft heute alles schief. Würden wir das jetzt hier endlich mal beenden?
Sterben die Geister, wenn wir sie getötet haben? Das wäre die nächste Frage. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Habe ich schon wieder keine Mühe. Finish her. Was ist sie? Ich weiß nicht. Was bin ich? Mein Gott. Ist sie die Quelle meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen? Wie wir alle existiert Lady Comstock überzeitlich. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Da! Fußspuren. Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock House zu öffnen. Jetzt sollen wir auch noch mit dem Geist. Wo sind denn hier Fußspuren? Hä? Ich sehe keine. Ich bin blind. Gibt es da oben irgendwas Tolles? Irgendetwas? Ja, es hätte ja auch einfach sein können. Es ist. Munition. Nein, ich will keine Schrotflinte. Schade, dass Sie sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Hm. Sarkastisch. Irgendetwas stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Was war es dann? Gibt's hier was? Ich brauche Muni. Ich bräuchte hier Hilfe. Bin dabei. Muni. So. Dankeschön. Mehr Geld. Bitte. Die macht das doch extra. Eindeutig. Jedes Mal, wenn wir auf offenem Feld rumlaufen, kommt der blöde Greif nicht. Tja. Risse finden. Wir lassen uns einfach mal helfen. Automaten, mehr Muni. Doch, das ist voll. Das ist voll. Da sind die Fußspuren. Hier sind viele Risse. Was war das? Für unseren Kampf! Was? Flakgeschützbucker! Ah. Bucker, hier!
Danke. Ich will da hoch. Nein. Aufstehen. Schon dabei. Ja, ja, immer dieser Stress hier. Und natürlich, da war da nicht hin. Aber da können wir hin. Jetzt können wir uns verstecken. Hey, da ist noch ein Frachthafen. Bin ich jetzt gerade durch das Ding gefallen? Ich hab dich gefunden. Warum ist der jetzt hier unten? Ach ja. Neue Munition kaufen. Ja, wir müssen ja auch nicht hier einen Geist suchen und irgendwas und... Hier, für die Kasse. Das wird immer häufiger, dass die mir Geld zuschmeißt. Langsam mache ich mir Sorgen. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Hm, mal schauen. Ja, bitteschön. Dankeschön. Ein da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Nein. Eigentlich nicht. Wir können auch hier Schluss machen und, ja. Aber Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und Sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche hier vollkommen leblos wirkt. Mhm. Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, Sie sind seit 7 Tagen tot. Sind die hier eigentlich alle tot? Langsam bin ich verwirrt. So, wo geht's als nächstes hin? Dunkle Gassen. Alles kaputt. Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Am besten gar nicht. Hier ist alles kaputt. Wir könnten jetzt ganz einfach abhauen. Aber nein. Wie weit müssen wir denn jetzt noch zurücklaufen? Und warum liegt meine Sprengfalle immer noch da? Hm. Leiche? Was? Wo? Wie? Da. Führt uns das nur hin? Hilfe! Der Mann mit dem Sarg ist wieder da. Und ich bin tot. Irgendwie ist das frustrierend. Wie, wo? Ach so, ja. Feuer, verdammt!
Öffne ihn! Okay! Ne? Stirb. Bitte sehr. Danke sehr. Es ist doch. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den kleinen Scheiß. Könnt ihr nicht einfach sterben? Booker, hier. Mehr habe ich im Moment nicht. Los, haut mich, haut mich, haut mich. Hehe. Ja, toll. Das ging jetzt aber schon viel einfacher. Tragen die hier so riesen Rucksäcke mit sich rum und haben nichts dabei. Ups. Müsli. Ja. Will mich hier drin auch wieder irgendwas töten? Geld. Was kann dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben? Ich will das gar nicht wissen. Ja, ich will in den Fahrstuhl mit lauter toten Menschen. Hier, gut aufheben. Danke. Wo ist der Knopf? Hallo? Hä? Da geht's nicht durch. Ah, hier. Ja, verlassen.